Herzlich willkommen auf dem YouTube-Channel der Ketzes GmbH Chemnitz. Mein Name ist Ludwig Neumann und ich bin im Bereich der Gebäudetechnik tätig. Ich möchte Ihnen heute in Revit MEP die Möglichkeit aufzeigen, wie Sie eine Luftkanaldimensionierung inklusive der Ausgabe, der Strömungsgeschwindigkeiten und der Farblegende realisieren können. Ich habe ein kleines Revit-Modell vorbereitet, ein Luftkanalsystem schon mal eingeplant. In weiteren Schritten muss ich den Diffusoren eine entsprechende Höhe oder auch Druckverlust und Volumenstrom mitgeben. Hier habe ich einen Volumenstrom von 250 Kubikmeter pro Stunde, eine Höhe auf 2500 mm festgelegt. Jetzt verbinde ich noch den Diffusor mit dem Hauptkanal. Dabei erzeuge ich ein Stück Gerade. Und ab diesem verändere ich die Höhe, um dieses dann mit dem Luftkanalsystem zu verbinden. Am Ende dieses Kanals habe ich noch einen Abschlussdeckel angebracht. Im nächsten Schritt beschrifte ich das System. Das mache ich nach Kategorie beschriften. Schalte eventuell die Führungslinie aus. Und hier sehen wir nochmal die Werte, die ich dem Diffusoren mitgegeben habe und gleichzeitig noch die Kanäle beschriftet. Jetzt überprüfe ich den Kanal mit Hilfe der Inspektion, welche Strömungsgeschwindigkeiten bzw. Druckverluste in dem Kanalsystem existiert, mit Hilfe des Systemprüfers. Und ich sehe in jedem Abschnitt, welcher Druckverlust mir dort angezeigt wird. Im weiteren Schritt werde ich eine neue Dimensionierung berechnen lassen. Hier habe ich die Möglichkeiten, nach verschiedenen Regeln das berechnen zu lassen. Ich entscheide mich für die Geschwindigkeit und im Weiteren kann ich auch noch bestimmte Bedingungen hier eingrenzen. Ich lasse das standardmäßig so eingestellt und wir sehen aufgrund der Beschriftung, es ändert sich die Kanaldimensionierung. Um jetzt eine Farblegende auszugeben und dieses farblich in den Kanälen zu realisieren, werde ich erstmal die Ebene duplizieren. Ich dupliziere sie einfach und benenne sie jetzt einfach gleich auch um, damit eine entsprechende Ordnung hier herrscht und schreibe da Farblegende hinein. Um dieses Zuluftkanalsystem jetzt die rote Farbe zu entfernen, gehe ich in die Grafiküberschreibung und sage bei den Filtern des Zuluftsystems und lösche diese Überschreibung der roten Farbe. Somit habe ich die Möglichkeit, jetzt hier über das Berechnen wieder die Farblegende des Luftkanalsystems auszugeben. Ich platziere schon mal die Legende nebenan und lasse diese berechnen. Und damit sehen Sie, welche Strömungsgeschwindigkeiten in den einzelnen Abschnitten vorherrscht. Ja, ich hoffe, es hat Ihnen etwas gezeigt, wie Sie das machen können. Und bis ein andermal verabschiede ich mich. Auf Wiedersehen.